Hallo, ihr Querlinge! Baron Dingiel, der Erste von Querland und seine Gefährten haben einen neuen Gefährten. Knock, knock, der Goblin-Messerstecher. Ein Schurke, was Dingiel durchaus einen gewissen Respekt abnötigt, aber er will ihn mal im Kampf erleben. Und mit fachkundigem, wenn auch eher fernkampfgeschultem Auge mal so sehen, was der gute Knock, knock so im Kampf treibt. Aber das ist jetzt erstmal nicht das, was wir zuerst machen. Beziehungsweise das ist höchstens zufällig das, was wir als Nächstes machen, denn es geht jetzt hier nochmal rundherum, hier hinten die Wand entlang, in dieser Ruine, die die Goblins zu einem neuen Hauptquartier gemacht haben. Und dann geht's vielleicht hier irgendwie weiter, ich weiß es nicht, muss mal gucken. Schaut's euch mal um! Bisher hat sich keiner der Gefährten gemeldet von wegen, du nimmst einen Goblin mit, das kann nicht dein Ernst sein. Aber ich bin schon gespannt aufs erste Lagergespräch, wenn die alten Gefährten den neuen beschnuppern. Und auf die Unterhaltung zwischen Regonga und Knock Knock bin ich sehr gespannt, was ist eigentlich seine Gesinnung. Who's there? Flamage too? Chaotisch böse. So wie Regonga. Was kann das Duo Infernale werden? Oder sie giften sich die ganze Zeit an. Rechtschaffen gut. Ich habe zwei rechtschaffen gut und zwei chaotisch böse Charaktere. Oh, weia. Und der Baron dazwischen. Nur Valerie versteht ihn dann und wann. So gesinnungsmäßig. Hier ein Säckchen mit Gold und schwerem Unterheilentrank. Das sind die Goblins, die sich hier verkrochen haben. Die werden ja auf Anraten Knock Knocks jetzt auch am Leben gelassen. Neben an die Hütte kommt man gar nicht hin. Hinter der Statue von Lamashtu kauert eine Gruppe von Goblins, die dir wütende Blicke zuwirft und Drohungen und Beschimpfungen murmelt. Einer von ihnen, offenbar der Mutigste, wagt sich hervor. Bald droht die Faust und heult mit zitternder Stimme. Du nicht näher kommen! Haben schon einmal einen von euch gefangen und Lamashtu hat ihn mit schlimmem Fluch verflucht. Sie macht dasselbe mit dir. Und Knock Knock, hey! Knock Knock zupft dich am Ärmel. Sieh vielleicht recht. Sie dumme, laute, stinkende, gierige Würmer. Aber wenn du sie unter der Statue von Göttin tötest, sie vielleicht böse werden. Der Goblin deutet mit dem Finger auf die Leiche des Goblins, den du getötet hast. Sehen, wie Göttin Blasphemisten bestraft? Du jetzt laufen, sonst sie dich auch erwischen. Und Eko und Ayo. Jetzt sie wollen Gnade. Als Gefangene sie angefleht. Haben sie gehört? Was? Jetzt sie wollen Gnade. Als Gefangene sie angefleht. Ach so. Ja. Jetzt wollen sie Gnade haben, aber als Knock Knock hier ebenfalls unter den Augen der Göttin hingerichtet werden sollte, da war das wie kein Thema. Eko Dayo, bitte, bitte rede nicht im Goblin-Sprech, das verstehe ich sonst nicht. Und Tristian, ihr müsst nun zwischen Gerechtigkeit und Gnade wählen. Fürchtet nicht den Zorn einer bösen Göttin. Nicht sie wird für diese Wahl über euch richten. Das ist eine Sache zwischen eurer Seele und eurem eigenen Gott. Und Valerie, Lamashtu oder nicht, ihr seid verantwortlich für jeden, den diesen Abschaum tötet oder verstümmelt. Treibt es nicht zu weit, befreit euer Land von diesen Monstern. Regonga, haha! Dieses Ungeziefer ist lustig, rösten wir sie. Tja. Was kann ich denn sagen? Ich respektiere die Göttin, preiset sie, denn ich verschone euer jämmerliches Leben. Oder... Ihr seid ein lustiger Haufen, keine Angst, wir sind Freunde. Ich mache mir nicht die Hände an euch schmutzig, ich verschwinde sofort. Also schön, ich verschone euch. Amüsante Schreie, dabei habe ich noch gar nicht richtig angefangen. Widerliches Ungeziefer, ich befreie mein Land von euch. Nö, also... Die einzige Untat von Goblins an... Bürgern der Baronie, die in den letzten Wochen irgendwie an das Ohr des Herrn Baron drangen, zumindest meiner Erinnerung nach, wäre der Raub dieser Perlenkette durch diesen selbsternannten Goblin-Prinzen und alles andere. Ja, im Jagdrevier damals waren Goblins aufgetaucht. Die hatten aber nur versucht, diese Viecher da zu beschwören und einzufangen. Die waren dafür ja nicht verantwortlich. Und dass sie hier im Goblin-Dorf Dringil angreifen oder ihn versuchen, in einer Falle zu locken, das ist jetzt erstmal gut. Das ist hier zu Hause, das darf man jetzt nicht überbewerten. Außerdem hat Dringil schon mit ganz anderen Kreaturen Frieden geschlossen.
Deswegen tatsächlich, ohne zu würfeln, Option 5. Dringi bleibt sich an der Stelle treu. Ihr seid ein lustiger Haufen. Keine Angst, wir sind Freunde. So. Was aber offenbar zu nichts führt. Geh weg, verschwinde. Ja, das ist okay. Ja. Los, verschwinde, sonst. Ja, sonst was. Hä? Hä? Ja, gut, die kann man, glaube ich, alle vergessen jetzt hier. Wir hatten diese Lavashtu-Statue gebaut, das sind doch nicht die Goblins gewesen. Ist das hier ein altes Heiligtum von Lavashtu? Das ist aber dann ziemlich groß und pompös angelegt. Und wenn es das ist, warum hat der Lavashtu-Kult rund um diese Priesterin nicht diesen Ort hier gewählt, um fröhliche Messen zu feiern? Follow my lead. Tja, ich habe da jetzt nichts gefunden. Wir können da einfach nicht weitermachen. Hier in die Ecke kommt er wahrscheinlich gar nicht rein, oder? Ist jetzt irgendwas da hinten? Kann man an der Mauer jetzt irgendwie drüber klettern? Das sieht da aus, als könnte man da drüber klettern. Aber es sieht auch nicht so aus, als könnte man direkt dahinter irgendwas tun. Nee, das geht wohl nicht. Hier ist wieder so ein Felsenabsatz. A reckoning is at hand. Wenn ich da jetzt uns drauf beame, dann ginge das theoretisch. Dann komme ich aber da nie wieder runter. Wäre das scheiße. Wenn dann da hoch. Da wäre sicherer. Aber da sind wir zu weit weg, richtig? Ah, alle. Alle dahin. Gonka am allernächsten an die Wand. Kannst du uns da oben hin beamen? Geht das theoretisch? Wahrscheinlich nicht. Also es müsste theoretisch funktionieren. Nochmal. Was tust du jetzt genau? Stopp. Du willst da irgendwie eine Sichtlinie aufbauen. Du musst also da hingucken können, offensichtlich. Da ging es ja nur von hier aus. Also von da aus. Mal schauen. So näher ran kommen wir hier nicht. Stopp, du nervst mich, Valerie. Wenn du jetzt das machst, geht das? Das ist ja eigentlich ein Gebiet, in das ich nie reinkomme. Dahin will ich mit dir. Nein, das geht also nicht. Es gibt Gebiete, da kommt man einfach nicht ran. Man kann ein bisschen sich noch näher ranbeamen an die Stelle, aber das war's dann auch. Okay, damit wäre auch meine Theorie von deutlich besprochen. Dass man da so auf Felsen, so wie den hier, halt einfach nicht hinkommt. Wobei, der sieht schon sehr einladend aus, aber da sieht man auch oben nichts drauf, wovon man ausgehen könnte, dass man da hin muss. Und wenn hier keine Bewegungsprobe aufploppt, dann können wir damit einfach nichts tun. Deswegen glaube ich, wir müssen hier einfach weggehen und dann außerhalb vielleicht die Verfolgung aufnehmen. Es gibt diese alte Mühle, da haben wir ja deutlich aufgedeckt. In der Nähe hier, ganz in der Nähe. Vielleicht ist der Schamane dahin geflohen. Oder Nocknock erzählt uns jetzt irgendwas. Genau. Gut, da kommt man auch nicht hin. Hier unten ist doch noch was. Was ist denn da? Hier. Hier ist nochmal so ein Goblin-Gebäude. Das ist interessant. Moment. Also hier ist so eine Palisade. Da kommen wir nicht hin. Richtig? Das geht irgendwie... geht irgendwie nicht. Das geht nicht. Kann man hier irgendwo auf diesen Felsen hier unten rechts hoch? Geht das? Da ist natürlich den Dimensionstürzauber verbraucht von ihm. Das hier geht nach wie vor nicht auf, glaube ich. Ja. Also hier oben, das ist ein bisschen verdächtig.
aber im Moment nicht zu besteigen, dieser Felsen. Deswegen geht's mal an die Windrose und raus. Und dann gucken wir mal, ob wir irgendwo in der Nähe hier einem Schamanen hinterher setzen können. Da unten ist die Windrose, die einzige solche. Goblindorf. Nee, nichts aufgetaucht. Dann mal zur einsamen Mühle. Diese abgelegene Mühle wirkt einsam und unsicher. Die Dorfbewohner können sich auf ihre Wände verlassen, ihre Nachbarn und ihre Wachen. Aha. Aber Einsiedler auf der Suche nach Einsamkeit laufen immer Gefahr, in Schwierigkeiten zu geraten. Ob durch die rauen Elemente, durch gierige Räuber oder durch noch seltsamere Dinge. Das ist eine seltsame Mühle. Wie kommt man da hin? Ah, so. Wir gucken uns die an. Vielleicht sind diese Goblin-König und Schamane dahin geflohen. Oh, Goblins. Ganz viele. Als wir die Windmühle passierten, sahen wir etwas Seltsames. Einige Goblins kauerten im Schatten des Gebäudes und machten, was Goblins am besten können. Sich die Bäuche vollschlagen. Sie hatten einige prall gefüllte Säcke mit Mehl und ließen es sich gut gehen. Einige brieten über einem offenen Feuer Pfannkuchen. Andere warfen Teigstücke in einen brodelnden Kessel. Und wieder andere wälzten sich einfach im Mehl und stopften es sich in den Mund. Außerdem tranken alle Goblins Bier aus einigen Fässern, übergossen sich gegenseitig damit und grölten irgendwelche Lieder. Als sie uns sahen, wichen die fröhlichen Goblins, vermutlich aufgrund ihres Bierkonsums, nicht von der Stelle. Anstatt zu fliehen, winkten sie uns pfeifend zu und luden uns ein, uns zu ihnen zu gesellen. Der Baron... Das ist ja nicht das Mehl der Goblins hier. Also hier haben doch ganz offensichtlich Goblins eine Mühle überfallen. Und das können wir nicht dulden. Das geht nicht. Rechtschaffen gut. Runzelte die Stirn, zog seine Waffen und stürzte sich in den Kampf. Die Goblins rannten kreischend davon und wirbelten Wolken aus Mehl auf. Als sich der Staub legte, war kein Goblin mehr zu sehen. Ja, und nu? Das war alles. Toll. Tja, und nun? Was sagt denn jetzt die Queste hier? Jahreszeit der Blüte. Ach, dem Rat beiwohnen. Wir haben die gesamte Baronie erkundet. Goblins besucht, den Lamashtu-Kult zerschlagen und einer echten Vivisektion beigewohnt. Nun wird es Zeit, sich zusammenzusetzen und unser Wissen über den Ursprung der Seuche auszutauschen. Okay, so geht's weiter. Okay. Ja. Ja, das ist eine gute Idee eigentlich. Andererseits, wir sind gerade relativ nah an dem einsamen Grabhügel. Da gäbe es noch was zu tun. Und im Jagdrevier gäbe es die Party. Das können wir ja alles noch miteinander verbinden, richtig? Lange kein Gardinengeld mehr gesehen, das ist erstaunlich. Getreten? So, hier in diesem Grabhügel gibt es noch zwei Sachen zu tun. Zum einen gibt es unten in einer Etage tiefer dieses Stargate. Da müssten die Helden aber einen Schlüssel finden, den sie nicht gefunden haben. Dann gibt es hier aber irgendwo, hier glaube ich, diesen Raum mit diesen drei dieser seltsamen Säulen. Vier. Drei davon säuseln und eine halt nicht. Und das ist irgendein Rätsel, weil hier hinten ist eine Tür, die vielleicht noch aufgeht. Und es wäre auch Platz dafür. Und ihr habt mir den Tipp gegeben, dass ich mir derartige Säulen, die es hier wohl auch an anderer Stelle gibt, nochmal genau anschauen soll. Und ich erinnere mich an eine, die hier hinten irgendwo war. Deswegen gehen wir nochmal überall durch, schauen uns an, was dafür Säulen sind. Und dann kommt mir hoffentlich eine Idee, wie ich dieses Rätsel löse. Wenn nicht, dann ist es zu einfach. Rätsel, die zu einfach sind, kann ich nicht lösen. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das ist aber auch so. Hier sind solche Sachen, aber damit kann man nichts machen, nicht angucken. So. Ich glaube, hier unten war keine dieser Dinger, aber ich bin mir nicht sicher. Hast du eigentlich... Ich glaube nicht, hast du nicht. Was ist hier? Ich hatte damals ja versagt bei der Probe, richtig.
uralte Krieger und Sarkophagen. Eine solche Säule ist hier aber nicht. Nee. Nein, das ist ja nicht. Dahin? In dem Raum hier war das Geheimversteck, genau, das haben wir aber schon geplündert. Und eine solche Säule ist da auch nicht, das sehe ich ja schon. Ich werde übrigens mal dran denken, hier Licht walten zu lassen. Komm mal her, Valerie. Hier ist so ein quadratisches Symbol. Ich weiß nicht, ob das wichtig ist. Blaues Quadrat. Hier geht's runter. Ich glaube, das da unten hat aber mit dem hier oben nichts zu tun. Da bin ich mir mal relativ sicher. Jetzt kommen wir in den zentralen Raum, da wo die Grabräuber waren. Ihr seid ein bisschen überladen, kann das sein? Ja, seid ihr. Tatsächlich. Ja, die Kraft von Valerie fehlt. Das ist der große Nachteil von Knock Knock. Er hat eine Stärke von 8, was logisch ist, aber mir nicht hilft. So, hier ist so ein Teil in der Ecke. Aber nicht weiter betrachtbar. Da ist nix. Hier sehe ich auch nichts. Hier ist auch so ein Teil, aber auch nicht benutzbar. Ah, hier ist dieses Quadratsymbol. Aha. Das vor dem Ding ist kein Symbol. Interessant. Hier unten war aber so ein Ding, das konnte man sich angucken, das weiß ich noch relativ genau. Entweder hier oder in der benachbarten Kammer. Ja. Und hier ist ein Kreissymbol. Diese bröckelnde Säule ist rissig und feucht, als wäre sie mit Säure übergossen worden. Also soll ich Säure über so ein Ding gießen? Hier ist ein Kreissymbol. Hier drin in dem Geheimversteck, da war nur Loot, da war sonst nichts Besonderes. Aha. Dann hätten wir, also hier ist ja die fragliche Kammer und hätten wir noch zwei andere Kammern. Geht mal da hin irgendwie. Mit Säure übergossen. Die eine wurde angekokelt, die andere wurde mit Säure übergossen. Was soll mir das sagen? Ich habe keine Ahnung. Hier ist wieder das Kreissymbol. Also hier ist Kreissymbol, da war... Hallo, Geheimversteckalarm. Da. 22er Schwierigkeitsgrad. Das ist nicht so wild eigentlich. Taparon, was haben sie da hier nicht gewürfelt damals? Trick auch noch. 20. Schriftrolle, sengender Strahl, Person festhalten, Säurepfeil, Schild des Glaubens, 3 Goldmünzen und einmal leichte Wunden heilen. Naja. Also hier ist Kreis, da war Kreis. Und hier war irgendwie Rechteck und irgendwo anders noch. Hier oder so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber so ein Teil war hier auch nicht. So eine Säule, wie ich da habe. Hätten wir noch hier einen weiteren Raum? Was könnte das wohl sein? Ach, hier ist wieder so ein Teil. Können wir uns das anschauen? Was sagt die Säule? Zyklopen, die ein Steingrab bauen. Ja. Dieses Ding hier ist irgendwie nicht aktivierbar, nicht anguckbar. Hat auch nicht so dieses Gesäusel rundherum. Ja, und hier war diese Geschichte mit diesem... Ja. Mit diesem Ding halt. Mhm. Dann müssen wir mal dahin gehen. Ja, und hier kommt es jetzt drauf an. Was habe ich jetzt aus dieser einen Säule gelernt? Die eine ist mit Säure übergossen worden. Und die ist da angekokelt worden. Was soll mir das sagen?
Mit Feuer habe ich ja schon mal gearbeitet. Das wäre Säure. Das interessiert aber nicht dieses Ding nicht. Also Feuer und Säure könnten natürlich auch Alchemistenfläschchen sein, weil ich da genau dieses Alchemistenfeuer und diese Säurebombe habe. Ansonsten habe ich hier, ich habe null Ideen. Das Rätsel ist mir zu einfach. Das ist zu blöd, was man hier machen muss. Also, man könnte jetzt als Herr Baron seine ganzen Vorräte an diesem Kram hier vergeuden, damit, dass man hier irgendwie rumballert. Die Frage ist halt... Es gibt drei Säusel... Sockel. Säuselsockel, genau. Und hier in der Mitte mit diesem Becken kann man nichts machen. Das hier war... Was war denn das? Hässliche einäugige Kreatur, die von einem seltsamen Wasserbecken umgeben ist. Ja, das haben wir alles nicht geschafft. Mann! Der Baron könnte jetzt zum Beispiel hier da was hinwerfen. This spell doesn't work like that. Okay, es geht also... This spell doesn't work like that. Ah, man kann es also mit diesen Dingern gar nicht machen. Mit diesen Fläschchen. Dann geht das wahrscheinlich genauso wenig. Oder muss ich hier... This spell doesn't work like that. Nee, das geht auch nicht. Mit diesen Fläschchen hat das nichts zu tun. Oder ich krieg's nicht hin, die da zu werfen, wenn da kein Gegner steht. Das ist auch denkbar. Ich bin für dieses Rätsel nicht schlau genug. Oder zu schlau. Eins von beiden. Feuer oder Säure drauf? Feuer habe ich schon probiert. Säure hat es irgendwie zumindest in dem einen konkreten Fall nichts genutzt. Kann man natürlich hier irgendwie überall was hinballern, aber... Warum sollte das was bringen? Ach, Moment mal, das glitzert jetzt nicht mehr. Schaut mal. Das Gesäusel ist weg. Stopp. Warum ist das bei dem anderen... Geh mal weg hier. Warum ist das bei... dem da nicht gelungen? Muss ich die richtige Reihenfolge machen oder wie? Oder habe ich das richtig geklickt? Habe ich doch jetzt auch nicht anders geklickt. Na, hier ist was getan worden. Also Säurespritzer kann etwas tun. Muss ich auf dieses Auge hier klicken? Jetzt könnte man versuchen, jetzt hier mit Feuer zu arbeiten, aber... Ich habe jetzt keine Feuerzauber, die jetzt unendlich wären, so wie Säure-Dings hier. Sengender Strahl, Zauberkategorie Feuer. Und das hier ist... Ach, das ist auch Zauberkategorie Feuer, aha. Feuerzauber ist Feuerzauber, oder? Halt. Das wollte ich ja angucken. Nee, das ist kein Feuerzauber. Ich habe keinen unendlichen Feuerzauber. Kälte wird es nicht sein. Kälte kann man hier nichts machen. Das wäre irgendwie komisch. Ja. Ach, doch. Ach so. Das sind diese vier Arten von... die es auch auf den Waffen gibt als Zusatzschaden. Es gibt den Feuerschaden, es gibt den Säureschaden, es gibt den Eisschaden und es gibt den Blitzschaden. Das heißt, ich müsste da jetzt was drauf blitzen. Herr Baron, Sie müssten ja eigentlich nur da drauf schießen, was Sie aber nicht können. Man kann nicht irgendwo hinschießen, einfach so. Regonga, irgendwie Schockgriff ist Elektrizität. Probier das mal. You're using it wrong. Ja, das dachte ich mir.
kann ich denn da drauf blitzen? Das ist nur eine Idee, dass ich jetzt das mit Blitz machen muss. Das hier ist nicht Schock. Ich habe keinen Schock. Doch, das hier ist Schock. Kannst du das machen? Es ist rot. Rot ist nicht gut. Oder? Das war nicht der richtige Zauber. Tja. Das kann der richtige Zauber sein. Ich hatte Kälte, ich habe Feuer, ich habe sonst was. Ich bin der Meinung, es müsste Schock sein nach wie vor. Bin aber nicht sicher, ob das, was wir da gerade gemacht haben, ob das ausreicht, ob das irgendwie richtig war. Schockgriff. Es geht noch um eine Kreatur. Puh. Was habe ich denn hier? Ein Säurepfeil. Geschoss. Wunden heilen. Verderben. Brennende Hände. Säurepfeil. Licht, Flammenbogen, Segen, Verschwinden, Bleiklingen, Schild, Feuerball, rascher Rückzug. Nichts, was Schock macht. Und Schock, was ist das hier gerade selber? Das ist ja irgendwie nicht... Was ist denn das hier eigentlich? Feuerball, das wollen wir nicht. Es ist irgendwie alles nicht schön. Das haben wir ja alles probiert. Das geht ja so nicht. You're using it wrong. Genau, dieser Zauber geht nicht. Der braucht wirklich ein Ziel im Sinne von einer Person. Ein feindliches... Also, knock, knock, geht doch mal da hoch. Dann hat Rekonka ein Ziel. Geht doch, ihr macht doch, You're using it wrong. Ja, das weiß ich ja auch. Mensch. Aber das andere hatten wir doch alles schon. Das geht nicht. Das haben wir alles schon ausprobiert. Da habe ich auch. Das hat auch mit Zielen nichts zu tun gehabt, glaube ich. Andere Elementarzauber ist mir nicht bekannt. Nee, es muss ein Blitz sein. Aber den Blitz hatte ich doch schon. Muss ich da wirklich draufklicken auf dieses Auge da oder was? Ich kann meinen ganzen Witz hier verballern, dafür, dass hier nichts passiert. Ich würde fast sagen, wenn es der Witz wäre, dann hätte es doch jetzt schon angeschlagen, richtig? Wenn es nicht der Witz ist, dann weiß ich auch nicht, was es dann sein soll. Michael, hast du irgendwas, was uns helfen könnte? Verzauberung beenden. Wer braucht denn sowas? Du hast auch noch so einen Feuerwaldzauber. Nee, den habe ich jetzt sogar weggenommen. Das habe ich ausprobiert. Nee, du hast nur so Buff-Gedöns. Resistenz. Tugend. Mir fehlt irgendwie ein elementarartiges irgendwas auf diesem Ding. Aber es gibt auch außer Schockgriff und Blitz jetzt irgendwie nicht so wahnsinnig viel Elektrokram, den man haben könnte. Das ist doof. Ich schaue nochmal durch, ob es hier irgendwas gibt, was man noch benutzen könnte. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht weiter. Und da bin ich wieder. Ich glaube, ich kann die letzte Säule nicht aktivieren, denn ich habe gerade festgestellt... Die eine habe ich mit dem Säurespritzer und die andere habe ich mit dem Kältestrahl aktiviert. Das ist beides Stufe 0. Vielleicht gibt es einen weiteren Stufe 0 Zauber, der irgendwie Schockschaden macht oder Schockschädchen vielmehr, weil viel machen die ja nicht. Dann wäre das Mittel der Wahl. Aber das habe ich nicht. Also Rekonka hat es nicht und hier Michel hat sowas gar nicht. Der hat irgendwelchen Blödsinn. Und alle anderen können nicht zaubern und du hier hast was, Level 0 hast du gar nicht. Und ja, alle anderen können es gar nicht. Sodass ich irgendwie mal gucken muss, ob das Octavia vielleicht kann, vielleicht, wer weiß.
Ansonsten hätte ich gerade keine Idee. Harry wird's auch nicht können. Jätal? Nee, glaube ich nicht. Also, auch wenn ich hier Gefahr laufe, mich jetzt zu blamieren, aber ich glaube einfach, dass ich den richtigen Zauber nicht dabei habe, das hier zu deaktivieren. Aber ich habe jetzt zumindest eine Theorie, welcher Zauber das sei und was man hier machen könnte. Und dann müsste ich mit irgendeiner Heldengruppe nochmal herlaufen, die das hat. Und das habe ich aber jetzt nicht. So, ist mir das auch zu doof. Es geht jetzt raus. Ich verabschiede mich hier mal von euch. Denn weiter mit den Helden draußen auf der Überlandkarte und einer Tour, die mich vermutlich zur Festwiese führt, die für Ekondario eingerichtet worden ist. Also weiter mit den Helden draußen vor der Tür dieses schaurigen, einsamen Grabhügels. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin.